Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ich glaube, bald werde ich meine Couch so schnell nicht mehr verlassen können. Denn ab dem 23. Februar wird Disney Plus einfach mal noch größer. Neben Marvel, Star Wars, Pixar, Disney und National Geographic bietet Star auf Disney Plus zusätzlich tausende Stunden an Serien, Filmen und Originals, die sich dann vor allem an ein erwachseneres Publikum richten. Dank einer neuen Kindersicherung bleibt das komplette Disney Plus Angebot trotzdem absolut sicher für die ganze Familie. Und bevor jetzt Fragen aufkommen, ja, dieses Video wird unterstützt von Disney Plus. Mehr zu den Bedingungen von Star erfahrt ihr am Ende des Videos. Ich stelle euch jetzt aber mal meine Serien-Highlights aus den Bereichen Horror, Mystery, Drama und Comedy vor. Vorsicht ist mal nicht geboten, ich werde spoilerfrei bleiben. Let's do this. Horror, Mystery, Sci-Fi. Fangen wir mal direkt mit meiner Lieblingskategorie an und hier gleich mit dem richtigen Kracher. Denn Star wird alle Folgen von The Walking Dead im Programm haben. Von Staffel 1 bis Staffel 10 können wir uns dann perfekt durch die Zombie-Apokalypse bingen. Da die kommende 11. Staffel dann ja leider auch schon die letzte sein wird, passt es ja nur zu gut, Ricks Abenteuer hier noch einmal Revue passieren zu lassen. Immerhin unterhält uns The Walking Dead seit gut 10 Jahren und ich bin nach wie vor sehr gespannt darauf, ob wir Rick Grimes in Staffel 11 vielleicht zumindest im Finale noch einmal wiedersehen werden. Denn Nachrichten, was seine geplante Trilogie angeht, sind immer noch sehr rar gesät. Also können wir wenigstens die Vergangenheit von Rick, Carl und Co. wieder aufleben lassen. Das ist doch auch mal was. Als nächstes auf meiner Liste von den über 50 Serien auf Star habe ich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Die Serie, mit der mein richtiges Seriengucken überhaupt erst losging. Akte X. Chris Carters Mystery-Serie über die Agenten Mulder und Scully bleibt für mich bis heute ein absoluter Meilenstein der TV-Geschichte. Ob es die einzelnen Monsterfolgen oder die zusammenhängenden Verschwörungen waren, die Liebe zum Detail, die Liebe zu großartigen Verschwörungstheorien und vor allem natürlich das Duo Gillian Anderson und David Duchovny machen diese Serie zu etwas unglaublich Spannendem. Star hat übrigens auch das Revival und die beiden Akte X-Filme. Allerdings kann ich euch mit gutem Gewissen nur den ersten Film davon empfehlen, der übrigens auch noch direkt als Brücke zwischen Staffel 5 und Staffel 6 fungiert. Das Revival fand ich leider nicht ansatzweise so stark, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, da es nicht nur die eigentliche Verschwörung von Akte X ein wenig über den Haufen wirft, sondern auch noch ohne ein richtiges Ende abschließt. Trotzdem, für alle Mystery-Fans da draußen ist die Suche nach der Wahrheit ein absolutes Muss. Ein weiteres absolutes Muss ist für mich Lost. Eine Serie, die mich damals ohne Ende gepackt und fasziniert hat und ich konnte es damals nie abwarten, bis die nächste Folge oder die nächste Staffel kommt. Was hat es mit der Insel auf sich, auf der Jack und Co. gestrandet sind? Was bedeuten diese ominösen Zahlen? Was ist das Rauchmonster? Für mich war, ist und bleibt Lost ein wunderbares Serienrätsel mit großartigen Charakteren, die mir alle so sehr ans Herz gewachsen sind, dass ich bei jedem Rewatch immer wieder Tränen vergießen muss. Auch wenn die Meinungen bei Lost, gerade was das Finale angeht, sehr auseinanderdriften, bin ich Fan von all dem und kann es euch nur wärmstens empfehlen, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Don't ever tell me what I can't do, ever! Kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Geheimtipp. Zumindest glaube ich, dass viele die Serie Scream Queens gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten oder haben. What fresh hell is this? Die American Horror Story Schöpfer Ryan Murphy und Brett Falchuk liefern hier nämlich eine verdammt witzige und bissige Slasher-Serie. In Staffel 1 terrorisiert ein Killer eine Studentinnenverbindung, in Staffel 2 sucht ein anderer Killer ein Krankenhaus heim. Gerade die erste Staffel ist in meinen Augen Horror-Comedy-Gold, da die Serie gekonnt mit den Klischees und Stereotypen von Slasher-Filmen spielt. Die Murder-Mystery-Stories, die sich hier entfalten, sind blutig und auf ihre Weise echt witzig. Und zusammen mit den tollen Darstellern, vor allem Emma Roberts, habt ihr hier Horrorspaß vom Feinsten.
Thank you for making that announcement that no one cared about. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für alle Comic-Fans da draußen. Star wird natürlich auch Originals liefern. Im Horrorbereich hätten wir da zum Beispiel die Marvel-Serie Hellstrom, in der die Kinder eines Serienkillers auf Verbrecherjagd gehen. Das Ganze basiert auf den Comic-Figuren Daimon und Satana Hellstrom. Während Daimon in den Comics dem Bösen zu widerstehen versuchte, wandte sich Satana dem mehr zu. Für die Serie wurden die Charaktere aber leicht umgeändert, der Grundgedanke bleibt jedoch der gleiche. Das Ganze war ursprünglich sogar für ein neues MCU-Franchise namens Adventure into 4 gedacht, in dem auch der Ghost Rider aus Agents of S.H.I.E.L.D. eine eigene Serie hätte bekommen sollen. Mehrere solcher Horrorserien wurden geplant, aber 2019 auf Eis gelegt. Hellstrom ist die einzige Serie mit leider nur einer Staffel, die man aus diesem geplanten Projekt sehen kann. Kleiner Bonuspunkt für alle The Walking Dead Fans, Anna Hellstrom, wie Satana in der Serie heißt, wird von Sydney Lemon gespielt. Die war für 3 Folgen in Fear the Walking Dead als Isabelle zu sehen. Can you hear me? I demand to speak with my mother. I am mother. Drama, Thriller. Auch im Drama- und Thriller-Bereich hat Star so einiges zu bieten. Vor allem für alle Biker unter euch gibt es was Tolles, nämlich Sons of Anarchy. Ich habe meine Liebe zu dieser Serie ja Eve von Moviepilot zu verdanken und meine Güte, was ist das für eine großartige Serie. Wer denkt, das ist einfach nur eine Show über Motorradgangs, der irrt sich gewaltig. Man nehme eine Prise Shakespeare, vermische das mit den guten Zeiten von Game of Thrones, als wir vor lauter Intrigen und Komplotten schon nicht mehr wussten, wer am Ende leben bleiben wird, und garniere das Ganze noch mit großartigen Darstellern und fertig ist eine der besten Serien überhaupt. Sons of Anarchy drückt emotional einfach alle Knöpfe und ist wirklich so viel besser, als man augenscheinlich meinen möchte. Ach ja, und Motorrad fahren die natürlich auch trotzdem viel. What's the matter? Are you afraid to put down the gun, bitch? Als zweites in dieser Kategorie habe ich eine Serie, die so ein bisschen Guilty Pleasure für mich ist, Burn Notice. Die Serie rund um einen von seinem Geheimdienst fallen gelassenen Agenten, der versucht herauszufinden, warum ihm das alles angetan wurde, ist eine unterhaltsame Crime-Show mit amüsanten Noten. Eigentlich ist das Ganze nicht so besonders, was es für mich aber so besonders gemacht hat, ist einfach Bruce Campbell. Der spielt nämlich den besten Freund des Agenten und Campbell ist hier einfach in seinem Element. Sein Sam X ist irgendwie auch ein bisschen Ash Williams aus Evil Dead, immer einen coolen Spruch auf den Lippen und einfach eine Präsenz, der man sich nicht entziehen kann. Allein schon wegen Campbell ist Burn Notice für mich so eine perfekte Serie zum Abschalten. Very groovy. Aber auch im Drama-Thriller-Bereich gibt es ein Star-Original, das sehr interessant klingt, namens Big Sky. Darin geht es um 2 Privatdetektive, die 2 junge Mädchen suchen sollen. Dabei müssen sie allerdings erkennen, dass sie einem viel größeren Verbrechen auf der Spur sind. Die Serie stammt von David E. Kelly, der sich schon für Serien wie Boston Legal, Big Little Lies oder Mr. Mercedes verantwortlich zeigte. Klingt also, als könnte Big Sky eine spannende Serienkillerjagd in Serienform werden. Race for Impact. Comedy. Gönnen wir uns nach all dem Horror und Thriller mal noch was zum Lachen. Da landen nämlich gleich mehrere sehenswerte Klassiker bei Star. Zum einen freue ich mich sehr auf Family Guy, Seth MacFarlanes bissig böse Comedy rund um die Griffins. Das Spin-off The Cleveland Show gibt es übrigens auch. Wer es lieber mit echten Schauspielern mag, für den gibt es so tolle Sitcoms wie Immer wieder Jim. Eine, wie ich finde, unterschätzte Familien-Sitcom mit Red Heat-Star Jim Belushi in der Hauptrolle. Oder aber Serien, die definitiv nicht unterschätzt werden, wie How I Met Your Mother oder Scrubs. Übrigens die einzige Arzt-Serie, die ich bislang geguckt habe und die ich immer wieder gucken kann. Einfach nur herrlich. Worauf ich mich im Comedy-Bereich bei Star aber besonders freue, ist keine der alten Serien, sondern eine neue. Und zwar Solar Opposites. Eine animierte Sci-Fi-Sitcom von Justin Roiland. Den dürftet ihr auch kennen. Gemeinsam mit Dan Harmon erschuf Roiland Rick and Morty. In Solar Opposites erleben wir eine Familie von Aliens, die in einer Kleinstadt in den USA Zuflucht gesucht hat. Der Stil erinnert sehr an Rick and Morty, Roilands Stimme tut da ihr Übriges. Immerhin spricht er im Original auch Rick und Morty. Auf diese Serie bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, oh, shit.
Das waren meine Star-Favoriten, aber das ist lang noch nicht alles, was mich an den neuen Serien und auch Filmen begeistert. Star ist deine neue Welt auf Disney Plus, die ab dem 23. Februar einfach nochmal um tausende von Stunden an Serien und Filmen größer wird. Für nur 8,99 pro Monat kann man ab dem 23.2. Disney Plus dann auch mit Star genießen. Mein Tipp, noch bis 22. Februar ein Jahresabo abschließen und für ein Jahr fantastische 22% mit dem bis dahin noch gültigen Preis sparen. Den Link dazu und eine Verlinkung zu wirklich allen neuen Serien und Filmen auf Disney Plus Star packe ich euch in die Videobeschreibung. Doch jetzt seid ihr gefragt, auf welche der neuen und alten Serien habt ihr am meisten Lust? Welche sollte ich mir eurer Meinung nach unbedingt mal anschauen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.